Zu einem Gefahrgutunfall in der Raiffeisenstraße in Filderstadt-Bonlanden sind am Dienstagmittag ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften ausgerückt. Kurz nach 11.30 Uhr fiel ein 1000 Liter IBC in der Halle einer Spedition beim Umlagern in ein Hochregal von einem Gabelstapler. Als der IBC auf den Boden krachte, platzte er auf und das darin aufbewahrte Gemisch aus organischen Lösungsmitteln lief aus. Mitarbeiter der Firma versuchten vergeblich, mit eigenem Ölbinder die Flüssigkeit aufzunehmen. Die sofort verständigte Feuerwehr rückte mit 9 Fahrzeugen aus. Der Einsatzleiter der Filderstädter Feuerwehr, Andreas Reh, schilderte uns das Vorgehen. Und die erst einrückende Kräfte haben dann die Lage dahingehend vorgefunden, dass ein IBC-Container leckgeschlagen war und die komplette Flüssigkeit sich im Lagerbereich des Betriebsgebäudes ergossen hattet es wurde dann versucht zu eruieren von dem Trupp, um was für Stoffe sich handelt und gleichzeitig wurde die weitere Ausbreitung des Stoffes im Gebäude verhindert, indem er dort Bindemittel ausgebracht hat. Dadurch, dass es ja am Anfang unklar war, ist man natürlich mit einer relativ hohen Schutzstufe gefahren. Nachdem man dann aber feststellen konnte, dass es sich um einen lösemittelartigen Stoff gehandelt hat, hat man dann auch die Schutzstufe nach unten fahren können und die Gefährlichkeit des Stoffes war nicht groß und für die Umgebung bestand zu keiner Zeit irgendeine Gefährdung. Vorsorglich war der Messzug aus Ostfildern angerückt, um Messungen durchzuführen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Umwelt. 2 Mitarbeiter der Firma wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik gebracht. 7 weitere Personen, darunter 2 Feuerwehrangehörige, wurden ambulant behandelt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zum genauen Stoff des ausgelaufenen Gemischs und der Ursache des Unglücks aufgenommen.